Juwel und der bösen Gorgo hier. Er bedroht mich und nun werde ich stets verzaubert, wenn ich nies. Das Monster aus Versehen. Und meine Schwester Tracy liest oft in einem Zauberbuch. Doch jeder Zauberspruch misslingt ihr. Vielleicht hat ein Versuch. Und sie findet diese Worte, die mich befreien von meinem Fluch. Ich bin das Monster aus Versehen. Ich werde erzählen vom Johnny, dem Geist. Meinem Freund, dem Trompeter, der weiß viel. Und dann dacht er, wohnt er heimisch, was doch niemand weiß. Johnny hilft mir und ich mach auch seinen Stil. Ja, mein monströses Leben hält mich auf Trab in einer Tour. Und wenn ich mich nicht ertäusche, ist das erste Anfang nur. Ja, ich wirke furchteinflößend mit meiner Statur. Das Monster aus Versehen. Ich bin das Monster aus Versehen. Ich bin das Monster aus Versehen. Die Zeit ist reif. Ich spüre es. Bald werde ich bekommen, was mir rechtmäßig zusteht. Und dann wird sich die ganze Welt verneigen müssen vor dem mächtigen Gorgul. Aber zuerst muss ich den Zauber brechen, der mich hier drin gefangen hält. Wenn ich erst wieder frei und im Besitz meiner Zauberkräfte bin, werde ich alle vernichten, die es wagen, sich mir zu widersetzen. Gorgul! Ich hab das Zauberbuch wiedergefunden. Bald wirst du frei sein. Mach schon, hol das Juwel von Fenrad. Wenn der Zauberspruch die Kraft des Juwels weckt, kann ich endlich mein Gefängnis verlassen. Ja, Meister. Meister, das Juwel, es ist weg. Hohlkopf. Du Idiot! Finde es wieder! Ich will hier raus! Ja, Meister, ich fliege, allmächtiger Gorgul. War ein toller Urlaub mit Louis und den Jungs. Aber am schönsten ist es immer noch zu Hause. Sieht so aus, als hätte ich ungebetene Gäste. Das sehe ich mir mal an. Oh, oh, ich würde sagen, da hat jemand in meinem Bettchen geschlafen. Na sowas, wen haben wir denn da? Ich bin Gorgul. Ist das ein Name oder eine Krankheit? Wird bloß nicht frech, Geist. Ich bin Johnny. Johnny be dead. Ich bin ein Dämon. Ich dachte, Dämonen sind wesentlich größer und hängen nicht in Goldfischgläsern herum. Ich bin hier drin gefangen, aber bald kommt mein Diener mit dem Juwel von Fenrad zurück und dann bin ich frei! Ich habe von dem Juwel gehört. Es ist mächtig, aber wie soll ich sagen, ziemlich unberechenbar, nicht wahr? Ich fürchte, ihr werdet eure Angelegenheiten woanders erledigen müssen. Das kannst du vergessen. Nun, wenn du darauf bestehst zu bleiben, muss ich dich wohl auf ein paar Eigenheiten dieses Hauses aufmerksam machen. Diese herrliche Aussicht bedeutet dummerweise auch, dass du versehentlich aus dem Fenster fallen könntest. Es würde Monate dauern, dich wiederzufinden. Du wagst es, mir zu drohen? Selbstverständlich. Was ist? Akzeptierst du jetzt meinen Wunsch? Oder wollen wir beide ein bisschen Ball spielen, hä? Also schön, ich verschwinde. Aber ich muss warten, bis mein Diener wieder zurück ist. Falls dein Diener dieses Juwel mitbringt, probiert es bitte nicht in meinem Haus aus, wenn ich bitten dürfte. Von mir aus? Ich muss noch was erledigen. Wenn ich zurückkomme, erwarte ich, dass ihr verschwunden seid. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, mein lieber Gorgul, du kleines Dickerchen. Dir werde ich Manieren beibringen, wenn ich erst wieder frei bin. Ich hasse Heuschnupfen. Was ist denn das? Mein Auto! Hallo, Billy. Hey, Warren, ich hab hier gerade ein tolles Auto gefunden. Das gehört mir, Billy. Ach ja? Kannst du es beweisen? Es ist meins, ich hab die Fernbedienung dafür. Oh, das ist was anderes. Ich sag dir was. Es ist deins, Warren. Du musst es mir nur wegnehmen, kleiner Mats. Ich will mich nicht prügeln. Das ist dein Pech, denn ich will...
Siehst du? Jetzt habe ich das Auto und die Fernsteuerung. Heute muss wohl mein Glückstag sein. Was ist? Mach's gut, du Schlappschwanz. Ich komm dich besuchen, wenn du Geburtstag hast. Mal sehen, was ich da abstauben kann. Ich hab dich überall gesucht, Brüderchen. Komm, wir müssen nach Hause. Wo ist dein Auto? Billy hat's mir gestohlen. Du hast es dir von Billy Castleman wegnehmen lassen? Warren, wann wirst du dich endlich einmal wehren? Wo ist Billy? Tracy, warte auf mich! Bleib stehen, Billy! Gib uns das Auto zurück! Da können wir nicht rein. Alle sagen, dass es in diesem Haus spukt. Ach, du willst doch dein Auto wiederhaben, oder nicht? Er ist bestimmt nicht mehr hier. Gehen wir nach Hause. In der Tasche, Warren. Das habe ich unten auf der Straße gefunden. Das Juwel. Kinder? Helft mir, bitte. Was bist du denn? Mein Name ist Gorgul und ich bin ein guter Kobold. Ein böser Zauberer hat mich verhext und in dieser Kugel eingesperrt. Ihr könnt mich befreien. Ihr müsst nur einen Zauberspruch aus dem Buch dort vorlesen. Machen wir, dass wir wegkommen. Bitte befreit mich. Wenn ich hier nicht bald rauskomme, dann muss ich sterben. Wir müssen dem Kleinen helfen. Es ist mir zu gruselig hier drin. Ich will nach Hause. Du liest erst was vor, dann gehen wir, klar? Oh, danke schön, danke schön. Ich flennum bar grisna konstimoi. Flen Platrops Blin. Hey, ist alles in Ordnung? Ich glaube ja. Was ist passiert? So was Blödes, aber auch ihr seid dumm und unfähig, ihr ungeschickten Rotzgehirn. Ihr habt den schönen Zauberspruch verdorben. Lest ihn nochmal, damit ich endlich aus dieser verdammten Kugel rauskomme. Ihr sollt ihn nochmal lesen, oder ich werde euch beide grillen. Oh, Kinderchen, tut mir leid. Ich habe wohl die Beherrschung verloren. Würdet ihr wohl so freundlich sein, mir zu helfen? Bitte, bitte. Meister, ich konnte das Juwel nirgends finden. Hast du die Kinder gesehen? Welche Kinder? Frag nicht so blöd. Das Mädchen hat das Juwel. Du musst die beiden finden. Ja, Gorgul, ich werde sie finden. Mach mit ihnen, was du willst, aber bring mir das Juwel. Wir müssen uns dein Auto von Billy Castleman wiederholen. Du darfst dich nicht immer unterkriegen lassen. Was soll ich machen? Ich habe Angst, dass er mich verprügelt. Er ist gar nicht so mutig, wie du glaubst. Aber er ist größer als ich. Was kann ich gegen ihn ausrichten? Ich kann nicht sehen. Was ist denn? Ich bin ein Monster, ein hässliches Monster. Was ist mit mir passiert? Wir haben uns doch nur unterhalten. Alles war wie immer. Was ist bloß passiert? Hat er irgendwas gesagt? Nein, aber er hat genießt. Ja, genau, er hat genießt. Was werden meine Freunde dazu sagen? Ich kann doch nicht... Was machst du denn da? Ich brauche Hilfe. Und du bewirfst mich mit... Es war wirklich der Nieser. Wow, du meinst immer, wenn ich niese? Verwandelst du dich, genau. Aber ich muss doch dauernd niesen wegen meiner Allergie. Ich will kein Monster sein. Ein Zauberspruch aus dem Buch hat das Ganze ausgelöst. Da gibt es bestimmt einen Gegenzauber. Wir müssen unbedingt in das Haus zurück. Ich will da nicht wieder rein. Dieser Gorgul ist mir irgendwie unheimlich. Aber nur so können wir dich wieder... Hey, mein Auto! Warren, bleib stehen! Was ist denn los? Läuft dein feiger Bruder etwa schon wieder vor mir weg, hä? Ich lauf jedenfalls nicht vor dir weg, Billy.
Na und? Glaubst du, ich habe Angst vor einem Mädchen? Das interessiert mich überhaupt nicht. Wir wollen nur unser Auto wiederhaben. Na, dann holt's euch doch. Gute Idee. Hey, stell's wieder runter. Lass meinen Bruder in Ruhe. Ich weiß, wo du steckst, Warren. Jetzt setzt es einen Satz Ohren, du Feigling. Ich habe mir von Billy mein Auto wiedergeholt. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, ein Monster zu sein. Schön, dass du dein Auto wieder hast, aber jetzt müssen wir was gegen den Zauber machen. Kann ich vorher nicht noch Billy ein bisschen erschrecken? Hatschi! Mist! Ich glaube, die Sache hat sich jetzt wohl erledigt. Komm, Warren, wir gehen in das Geisterhaus und holen uns das Buch, ja? Die Trompete ist wieder prima in Schuss. Sie haben die Ventile geölt und alles schön poliert. Sie sieht aus wie nägelnagelneu. Wollen doch mal sehen, wie das Schätzchen klingt. Was ist das? Naja, vielleicht ein Geist. Ich glaube nicht an Geister. Und was ist mit Zauberjuwelen und niesenden Monstern? Auch wenn es ein Geist sein sollte, brauchen wir trotzdem das Zauberbuch. Mhm. Schon wieder ungebetener Besuch. Schnell raus hier! Nein, wir brauchen doch das Buch. Zu blöd. Statt wegzulaufen, kippt er einfach feige um. Warren, ist alles in Ordnung? Ist das eine Trompete? Eine Babyposaune ist es jedenfalls nicht. Spielst du auch? Ein bisschen. Zeig mal, was du drauf hast. Du brauchst Unterricht. Und vielleicht einen Satz neuer Lippen. Entschuldigung. Nimm's dir nicht zu Herzen. Wenn man anfängt, klingt es immer so scheußlich. Was macht ihr überhaupt hier, Kinder? Da oben liegt ein Buch, das brauchen wir dringend, damit sich mein Bruder nicht mehr in ein Monster verwandelt. In ein Monster? Der Kleine? Das blaue Juwel war schuld. Gorgul hat uns gesagt... Gorgul? Ich wusste, der würde Ärger machen. Ich hoffe, der Bursche ist schon weg. Ihr wartet hier. Ich gehe mal rauf und sehe nach, ob die Luft rein ist. Jopp. Du bist ja immer noch da. Du solltest doch verschwinden, Dicker. Mein Diener ist leider noch nicht zurück. Aber trotzdem hast du die Kinder in Schwierigkeiten gebracht. Diener hin, Diener her, du wirst auf der Stelle von hier verschwinden. Tut mir leid, aber ich bin noch nicht so weit. Hey, du bist nicht in der Position zu diskutieren, Gorgul, klar? Ich diskutiere nicht. Ich befehle! Hör mal zu, du Zwergstachelschwein. Ich bin hier der Hausbesitzer und ich setze dich jetzt auf die Straße. Au, was fällt dir ein? Oh, oh, mir ist gar nicht gut. Ich hab meinen Meister enttäuscht. Ich hab dieses blöde Juwel nirgends gefunden. Dafür wird mich Gorgul bestimmt fürchterbar bestrafen. Es ist so unheimlich still. Vielleicht hat Gorgul den Geist erwischt. Komm, Tracy, schnell, wir verschwinden. Aber wir müssen das Buch holen. Oh, da sind ja die Kinder. Ich habe euch schon gesucht. Wo ist das Juwel? Ich habe keine Ahnung. Gib mir das Juwel. Welches Juwel? Hör damit oder ich tue dem Kleinen weh. Au. Mach schon, bist du schwerhörig? Setzt euch beide an den Pfosten. Was habt ihr mit uns vor? Das entscheidet der allmächtige Gorgul, aber es wird ganz bestimmt wehtun. Wetten?
Ich hab's, Gorgul. Ich hab das Juwel. Endlich wirst du befreit. Es tut mir leid, Warren. Was meinst du? Na, dass du zu einem Monster wirst. Wenn ich dir nicht gesagt hätte, du sollst vorlesen, wäre das alles nicht passiert. Ist doch nicht deine Schuld. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass Billy mir das Auto wegnimmt. Ich bin älter. Ich hätte besser auf dich aufpassen müssen. Du sagst doch immer, ich soll selber auf mich aufpassen. Du hast recht. Was machen wir denn jetzt bloß? Ich glaube, ich habe eine Idee. Du musst niesen, Warren. Wenn du ein Monster bist, kannst du die Fesseln zerreißen. Aber ich muss nicht niesen. Denk an Dinge, die dich zum Niesen bringen. Katzen, Hunde und... Spinnen! Ich wusste gar nicht, dass du auch gegen Spinnen allergisch bist. Da ist eine Spinne auf meiner Nase. Du hast es geschafft! Jetzt komm! Beeil dich, du Teufel! Finde den Zauberspruch! Ich mach ja schon, aber ich kann nicht so schnell lesen. Sie haben den Geist fertig gemacht. Und dieser Gorgul wird gleich frei sein. Wir müssen sie ablenken. Hier steht er! Ich hab ihn gefunden! Worauf wartest du da noch? Lies ihn endlich vor! Ich, Flenum Bar, Krisnack, Pont Simoy. Oh, halt mich fest! Halt mich fest! Na, oh, die Kinder, sie dürfen nicht entkommen! Eingestürzt. Aber ich hab das Buch. Und was ist mit dem Juwel?
Keine Ahnung. Hier ist es. Naja, ich habe mir schon gedacht, dass ihr scharf darauf seid. Danke. Ich glaube, der Zauberspruch, den wir brauchen, steht gar nicht in diesem Buch. Glaubst du, wir können mich trotzdem von diesem Monsterfluch befreien, hä? Wenn ich das wüsste. Vielleicht kriegt es ja ein anderer Zauberspruch wieder hin. Etwa so wie mein Haus, hä? Seid bloß vorsichtig. Man weiß nie, was dieses Juwel alles anrichten kann. Du brauchst doch jetzt ein Dach über dem Kopf, nicht wahr? Wir haben einen Dachboden, den nutzt keiner. Da kannst du bleiben, wenn du willst. Macht es dir nichts aus, einen Geist als Untermieter zu haben? Ach, ich hab ja schon ein Monster als Bruder. Dann kannst du mir Trompetenunterricht geben. Na, da kann man doch nicht Nein sagen. Danke. Wenn ich diesen Warren erwische, werde ich ihn... Also ich glaube, den heutigen Abend vergesse ich nie. Und der Abend ist noch nicht vorbei. Aha! Warren? Was ist denn los, Billy? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Möchtest du vielleicht mein Freund sein? Ah! Oh. Ich muss mir wohl eine neue Trompete besorgen.